After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Lords of the Fallen, was geht, liebe Leute, was geht? Schön, seid dabei zu einem Let's Play. Und wie ihr gesehen habt, das neue Lords of Fallen ist draußen und ich habe ziemlich Bock darauf. Ein neues Souls-like, geistiger Nachfolger vom Lords of Fallen, das ich glaube 2014 oder so rauskam. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das hat sich jetzt Hexworks angenommen, das Ganze. Und sie haben ein nices, schönes Spiel gemacht, vor allem grafisch, Alter, sieht es brutal gut aus mit der Unreal Engine 5. Also das holt so richtig mal die Power aus der PS5 raus. Deswegen bin ich sehr gespannt. Vor allem habe ich viel gelesen, es hat schon ziemlich viel Performance-Probleme. Ich hoffe, dass sie das jetzt hinbekommen haben. Aber mal schauen. Ich bin ziemlich gespannt darauf. Ich spreche mal ein bisschen heller. Neues Spiel. Die Zeitalter vergehen, verzerren, Selbsttäuschung zu glauben. Und nur wenige erleben die Offenbarung, die sie so verzweifelt suchen. Sie sind die Sterblichen im Konflikt zwischen den Göttern. Nichts als Spielfiguren. Das Fleisch der Götter oder des Todes selbst, alles wird verschlungen. Man sagt auch, das ist ein Dark Souls 4, Lords of the Fallen, denn sie muss sich nähren. Vom Ambiente und vom allem, vom Gameplay könnte man sagen, es wäre ein Dark Souls 4. Deswegen bin ich schon ziemlich gespannt darauf. Das ist unser Ritter. Boreas, forgive me. And steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I.
Ah ne, das ist nicht unser Ritter. Ja, gibt es weiter. Dann haut ab. Ah, oh, das ist der von vorhin. Kopf ab. Okay, das ist also nicht schon unser Ritter. Aber hier wird er geboren. Aber man merkt schon, irgendwie es ruckelt. Hä? Hier können wir unser Ritter, Heiliger Ritter, Udiran Kriegswolf, Partisan. Oha. Okay. Panzer. Partisan. Mit Schild und einer Keule. Monster mit Infanterie. Speer, Speer gefällt mir zwar nicht so gut, obwohl es gab. Okay, gut, Magier beim zweiten Durchlauf vielleicht, aber er ist nicht Feuerkultist, auch Magier, aber mit Feuer. Naja, sieht aber geil aus. Verdammter, oh, das ist klar ohne gar nichts. Ja, immer das Beste. Ne, also, Heiliger Ritter, das haben wir hier. Schwert, Schild, geile Rüstung. Udirangs Kriegswolf sieht zwar auch geil aus, aber das ist ein Großschwert. Gut, die Axt wäre zwar auch noch cool. Partisan. Pflichtbewusster Monsterkämpfer. Das ist ein trauriges, schönes Königin. Ne, ich denke, wir nehmen den Heiligen Ritter. Ist klar, ne? Wir können ja noch ein bisschen was machen. Weiß. Haar. Also man hat sowieso immer eine Rüstung an. Für was macht man das eigentlich dann? Das ist immer die andere Frage. Ist zwar cool, aber schlussendlich bringt es gar nichts, da man sowieso immer nur Rüstungen trägt. Oh yeah, wir machen den Ninja. Ist klar, ne? Bart. Einen stabilen Bart her. Ja, yeah, stabil. Gesichtstextur. Ah, kann man einzeln. Tätowierungen, joe. Oh, ein Kreuz. Was ist denn das? Punkte. Da eine Inschrift, die heilige Inschrift. Da Kriegsbemalung. Da ist gar nichts. Da weiße Punkte. Da, die ist cool. Das ist rechte Wange. Aha. Da irgendwas am Kinn. Da ein Kreuz. Das ist eine Narbe. Sollte eine Narbe sein, da. Das ist cool, das wie ein Mund. Mund kann man auch machen. Es sind zwar nicht so viele mit dem Bart. Das wäre ja fast gar nichts. Da. Ah, hier wird man es ein bisschen besser sehen. Nicht gut. Schnell. So, ein bisschen jünger. So, stabil. Guckt ein bisschen böse. Muskulös, dünn. Groß. Muskulös. Bam, riesige Kaste. Und groß. Uff. Alter, was für Arme. Es geht.
machen so. Das ist wie God of War, ein Zombie. Da. Da, was ist das? Ein Riesenkreuz. Was ist das hier? Ah, das sind Narben. Sieht einfach weiß aus. Aber das könnte man auch Farbton ein bisschen ändern. Da. Vielleicht so. Ja, genau. Jetzt schwarz oder einfach dunkel. Das ist die Intensität, Farbton, Sättigung. So. Ah, jetzt ist rot, orange, grün. Ist kompliziert gemacht. So. Rücken. Der Rücken muss schon cool was sein, ne? Ah, oh, fette Narbe, ne? Das sieht doch nice aus. Ne, hier machen wir. Da. Genau. Linker Arm. Ersät von Narben. Okay, und rechter Arm. Keine Ahnung, was das soll sein. Das ist jetzt heller. Linkes Bein, kann man noch was machen. Man sieht das Zeug ja eh nie, Mann. Gut, nächstes Bein noch immer so quetschen. Nicht gut. Weiter. Tutorials, Namen. Oh, Namen! Charaktername. Nennen wir. Nennen wir Fallen. Lord Fallen passt doch zum Spiel, oder? Nice. Lord Fallen. Gut. Spielen, ne? Sind wir bereit? Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Okay. Ja, wir wissen ja, die Storys sind ja immer so Geheimniskrämerei, die man suchen muss. Wie auch bei den anderen Souls-Spielen meistens. Aber ist ja ganz okay. Ich
Bitte auf, mein Ritter. Okay, grafisch passt schon, wenn ihr seht. Sieht schon geil aus, oder? Okay, bewegen. Und weitere Grabstätte. Gut. Jetzt mal ein Tutorial-Level. Kennen wir jedes Mal immer. Oh, da kommt schon der erste. R2. Merkt man schon, ne? Schild. Aber schnell. Okay. Zack, Kreis. Schild. Aber R2 fühlt sich cool an, ne? Super Schlag, gut. Immer aus der Grotte entstand der tapfere Krieger. Hohes Wasser. Langsam bewegen. Und kräftiger Schädel. Dann wir Ziel anvisieren. Wechseln, ja. Okay, fühlt sich gut an. Oh, fall daneben. Gut. Das Teil ist voll im Weg da, Mann. Alter, nimm es weg. Sprinten. Ausdauer. Gut. Oh, voll daneben. Scheiße. Es ging in die Hosen. Abgeschworen. Okay, nochmal. Gut. Seitenschritt. Toll. Ziel mit der Medaille. Scheiße, drück zweimal. Aha. Öffne dein Inventar. Okay. Fernkampf. Weiß wohl vorfahren, zeigt der König. Bleiben. Okay, wo habe ich denn eine Fernwaffe? Gewicht. Aha. Nice, getroffen. Was ist das?
sie machen mit 2. Ja. Ja, jetzt steckt gar nichts. Sieht doch cool aus. Das ist einfach nur eine Leiche. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber genau, das ist diese andere Welt. Es gibt ja die Totenwelt und die lebende Welt. Das haben sie eigentlich cool gemacht. Sau cool sogar. Sieht auch sau cool aus. Was soll ich jetzt mit dem machen da? Ist doch irgendein Speicherpunkt oder so. Das steht gar nichts. Irgendwas muss ich doch hier machen, oder? Aha. Na gut, das habe ich ja gemacht. Hölzner Kreuz. Steht hier aber jetzt nichts. Okay, gehen wir mal weiter. I don't know. Ah, Motten und... Was ist das? Aha, alles klar. Ah, jetzt ist die Tür offen, nice. Drücke L1 und R2. Um einen mächtigen Angriff zu starten. Aha, okay. Nochmal eine andere Kombo. Angriffskombination. Ja, kann es kombiniert werden. Noch weitere Angriffe. Okay. Wow. Ah, okay. Zwischen einhändigen Dreieck zu wechseln. Heilen. Einfach Viereck, jupp. Schnellauswahl. Sitzt ihn. Okay, das ist easy. Wählt und hebt. Oh shit. Ah, ich muss also komplett wechseln. Hä?
Ah, wenn ich runterfalle, dann verliert es natürlich. Muss ich halt wechseln, ne? Oh shit, da gehen wir jetzt schon in die Unterwelt. Okay, alles klar. Zielen, den Instrukt zu erfassen. Bitte, zwei Ziele haben. Was ist das? Seelenschwinde. Okay, er hat ihm die Seele geraubt. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Seelenschinder Feinde. Nimmt ein Visier während eurer Böller-Laterne, hebt sie mit L2 damit zu führen. Wenn wir sie angreifen. Ui. Muss man schon aufpassen, der andere kommt doch hinterher, ne? Alles klar. Anzapfen, sehen gegen Feind angewandt wird, mit den Seelen verbraucht. Okay. Aha. Gesundheit, ja, das weiß ich. Das habe ich vorhin schon gemerkt. Ja. Heilige Quintessenz. Sturzangriff. Jetzt muss man halt in diese Steuerung reinkommen, noch ein paar Stunden hat man sie auch dann mal. Nee, und das? Durch ein Seelenschwinder. Ah, das Auge. Das ist ein Auge. Das hat sie gar nicht aufgeladen. Da je länger ihr euch in Umbra laufen, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Gefährlicher, ja genau. Man kriegt zwar ein bisschen mehr EPs, Punkte da. Wow. Genau, jetzt geht's. Hein? Wow. Okay.
Hey, was war denn das? Wo ist er hin? Ich denke, wenn es rot wird, das Auge, dann wird's heavy. So, jetzt. Genau, so läuft das also. Es war manchmal mit Türen zu öffnen in die Welt gehen, so bestimmt. Oder gewisse Abschnitte zu erreichen. Ah, jetzt. Jetzt komme ich wieder in die Welt rein, ne? Also gut, jetzt haben wir die Tür. Jetzt kommt vielleicht schon der erste Boss oder so. Verlassener Rotheim. Wow, sieht schon gut aus, Mann. Was ist das? Ah, das ist eine Ruheporte. Charakter aufwerten. Mal schauen. Können wir machen. 1800, ne? Stufe 10. Ja, da oben rechts. Stärke, Beständigkeit, Vitalität, Strahlen, Mana, physisch, Looten, Inferno, Mana, Infernos, Magie, Beständigkeit, Ausdauer, Feuerschwächen. Agilität ist klar. Ne? Jetzt ist mal einer auf Stärke. So, gut. Und dann ruhen wir mal aus. Ne? Also gut, let's go. Tagebuch, Karte von irgendwas. Blocken, halt zum Blocken 1 gedrückt. Achtung, das Blocken von Wegangriff schwächt der Gesundheit. Greif an, um schwächt die Gesundheit wiederherzustellen. Das finde ich cool, Mann. Parieren, drückt L1 zum Ende von dem Treffer. Sobald die Hand des Feindes vollständig reduziert ist, bringt er mit seinem klassischen geschwellten Angriffsherz eine Parade. Okay. Heilige Bollwerk Otto. Aber man kann parieren, ne? Jetzt wohl greifen, ne? Vergiss es halt. Muss man aufpassen. Ausdauer nicht vergessen. Aber das Teil voll im Weg, Alter, geh weg. Aufpassen. Vergiss es. Oha. So, das war's. Easy. Der richtige Boss kommt jetzt.
ist schon klar. Der Drache. Gut möglich, ne? Oha, schon der? Give me that lamp. Er sucht die Lampe. Er hat schon welche Lampen da. Oha. Kann ich den nicht anvisieren? Ah, deswegen kann ich ihn nicht anvisieren. Wow, Mingya. Okay, was war das? Boah. Da bin ich jetzt draufgegangen, Mann. Wow, was? Okay. Alter, stockt schon ein bisschen, Mann. Ja, die Grafik, das gibt's ja nicht. Das ist schon ein bisschen schwach, hä? Boah, das ist genau das, was gesagt haben, Mann. Es stockt schon ein bisschen, Performance bricht ein bisschen eins, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Ich verstehe sowas nicht, Alter. Neues Spiel, dann sowas. Verloren und gefunden. Okay, jetzt ist er weg. Aber man hat gar nichts gesehen, was passiert ist. Schade. Da müssen ja unbedingt einen Patch rausbringen, Mann. Gibt's ja nicht. Umbrell Parasiten. Terminal Kreaturen verschmelzen, die schützen und stärken. Seine Parasiten. Aha. Oh. Ich muss natürlich einsaugen. Hm? Ah, er eins. Autsch. Na jetzt. Ah, ich muss ihn einsaugen. Okay. Der Motten, das liegt so gut. Mit den Umbrella-Lampen. Oh. Was? Ah, Viereck. Ah, scheiße, jetzt bin ich in der Welt. Ah, okay, dann bin ich. Okay, ich bin in die Welt. Alles klar. Hallo, rumschauen, ist hier noch was? Oh, hier geht's ja auch weiter. Na, hier ist was. Scheiße. Das Tor bewegt sich nicht. Vielleicht in der anderen Welt. Ne? Ja, aber nicht in dieser Welt, klar. Siehst du, da kommen sie schon. Aber warte mal, ich nehme mal schnell zurück. Noch mal. Wow. Alter Mann, das gibt's ja nicht. Hä? Ich
finde das schon ein bisschen schwach, Mann, ey. Heutzutage dieses verkackte Spiel einfach nur so scheiß Probleme haben. Ich meine, die haben doch genügend Zeit, das hinzukriegen, und dann. Und dann schaffen sie es einfach nicht mehr. Ne? Oh. So voll am Arsch. Da ist eine Tür vor dran. Okay, cool. Dann also in die andere Richtung. Wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are. But since it seems a deer has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both. I've defied the wills of if you know any kind of freedom. I've defied the, if you know okay, das war if you know I've de, if you know I've de, if you know ah, das war der von vorhin mit seinem Arm. Dann hat er ihn wohl verscheucht oder so. Schade, dass es einfach abgebrochen ist, Mann. Hm. Jetzt können wir wieder rüber, ja? Teleportieren, Charakter aufwerten, Ruhe. Wenn ich Ruhe mache, dann bin ich hier. Okay. Und jetzt? I've defied, if you know anything. Ich sag dir noch das Gleiche. Man könnte es eigentlich immer versteckte Wege eigentlich überall haben, oder? Was ist das? Stigmata, Fragment. Ja, okay. Schön. Fragment, Fragment der Vergangenheit. Feuerschutz. Mindere heilige Salze. Schon wieder den Alter. Warum stehst du nicht mehr? Ja gut, dann gehen wir mal.
expensive guns. Alright, let's go. Aha. Oh, das ist sowas wie ein Checkpoint oder so. Oh shit! Voll in die Sattgasse. Mal schauen, ob sie irgendwas haben mit ihren Guns. Aber kann ich sie ziehen? Oh ja, ich kann sie schon ziehen. Wow, Alter, voll weit geschossen. Ah, fuck, ich hab's gewusst. Aber das Scheiße da im Weg. Und da kommen jetzt ein paar Gegner. Ah, du Arsch. Na, ja, jetzt. Ah. So, komm da. Daneben. Daneben. Oha! Konnte der mich noch treffen, Mann? Aha, sie ist am Boden. Zack! Schaut kein Hinterrücksangriff. Schade. Muss ich mal fragen, in welcher Welt ist es besser, in der oder in der anderen? Und vielleicht finden wir. Siehst du, vielleicht findet man irgendwie immer versteckte Sachen. Schwierig, ja? Da ein Loch. In your face, ja? Ui. Yeah.
Aber das muss schon aufpassen, ne? Shit. Flambiertes Schwert. Ui. Der war nicht schlecht, ne? Oh, fuck. Scheiße, keine Heilung mehr. Oh, fuck. Oh, ich hab ja noch ein Leben. Ah, fuck, aber ich hab's verkackt. Hätte ich voll aufladen können. Schon ein bisschen reinkommen. Ne? Ein bisschen reinkommen, da. Diese Steuerung mit Laternen und so. Aber man merkt schon, hat schon ein bisschen Probleme irgendwie. Ne? Das habe ich jetzt hier auch nicht verstanden. Da. Dann, was muss man da machen? Ah. Oha. Aha. Oh. Ich habe jetzt nur einfach so mal reingehauen. Geil, schöner Block, Mann. Perfekter Block war das. Ah, jetzt passiert einfach mal das Gleiche. Jetzt ist nichts mehr Spannendes. Ich kann überall auftauchen, man, die Scheißviecher da. Ja, aber das ist ein bisschen blöd. Alter, wie weit kann das schmeißen? Alter, wie weit kommt denn das? Oh, der, jetzt hat er einfach den anderen anvisiert. Oha.
Jo, schon mal was anderes, ja? Der zieht ihn jetzt einfach nur aus seiner Seele. Zwar nicht so stark, aber die können in der Überzahl und gefährlich werden. Also. Boah, du Arsch. Siehst du? Jetzt sind schon ziemlich ein paar Gegner. Oh, fuck you, man. Hey. Jetzt aufpassen, man. Daneben. Aufpassen da oben. Der hier hinten. Aufpassen, wird schon langsam voll das Auge. Nicht darüber. Oh, jetzt ist gleich voll. Jetzt sieht man schon, wie sie kommen. Oh, oh, jetzt ist rot. Yep. Jetzt ist red. Oha, was passiert jetzt, wenn ich wieder zurückgehe? Hier? Ich behalte alles. Die Gegner sind zwar wieder hier, oder? Nee. Oh, das wird schon kritisch, eh? Wenn das Auge voll ist, Mann. Nice. Der funktioniert. Da ist zwar der Dings, aber... Von hier aus komme ich nicht drüber. Das Big Boy. Gute Combo. Schön pariert, Mann.
ist noch einer. Sehr schön. Charakteraufwerten. Qualität, warte mal. Gesundheit, Mana, Ausdauer, physisch. Angriffskraft. Stärke, klar. Agilität gibt es auch. Plus 5. Hier gibt es plus 5. Bestand. Gesundheit, Mana. Strahlen, Magie, Agilität. Okay. Schon ein bisschen verzweigt. Man muss schon ein bisschen schauen, wodurch. Jetzt brauche ich aber nur noch ein bisschen Mana, da kann ich noch eins aufleveln. Das ist schade. Das geht halt leider nicht. Okay, hier. Angefroren, okay. Oh, Alter. Oh, was ist denn das für eine? Sieht der hässlich aus. Die Frage ist halt immer, wo geht's lang, ne? Da hängt eine. Cool ist zwar, ich kann hier so durchlaufen, aber ich muss dann schon voll wechseln, auf jeden Fall. Ist kaputt, ne? Schon von der anderen Seite. Jetzt mal schauen, ob ich den Big Boy schaffe da. Manken und Hinterhalt schwächt. Lass ich nämlich von hinten her und einen voll aufgeladenen Angriff ausführt. Die Haltung eines Feindes geschwächt ist. Ein kleiner schweren Angriff. Parade. Wow. Ah, ja, das war easy. Wir haben dann hier geguckt. Seine Arme. Vielleicht die Arme da. Okay, jetzt mal schauen, ob ich den hier schaffe.
vor. Oh fuck, zwei Schläge, das war's. Nicht schlecht. Oh. Alter, das ist unfair. Ey, das ist voll unfair, Mann. Das ist ja voll unfair, der Schießträger. Komm schon, Alter. Voll für den Arsch. Jetzt sind wir von tot. Alter, der hat mich zweimal getroffen mit seinem scheiß Flammenschwert da. Was ist das? Das nicht. Das sind jetzt meine Seelen. Warte mal. Zack. Pfiff, Mann. Was sind jetzt meine Seelen, Mann? Verliert man die vollkommen oder was? Oder ist das hier? Also voll die Seelen verloren. Das wäre voll schade, Mann. Oh, du Arsch von der Dobbe, Mann, ey. Geltung für Gefallene. Ja, das ist doch... Ich meine, der hat mich ja gar nicht gekillt. Das heißt also, bei dem anderen muss ich meine Seelen holen. Wie es aussieht schon, ne? Oh.
Hier gibt's ja nicht. Ich hatte 3000 Seelen und sind jetzt einfach weg. Was sind jetzt die Seelen, Mann? Alter, zwei Schläge, ich bin fast tot. Voll für nix. Mit dem Rennschwert bin ich am Arsch, hä? So viel ist klar. Scheiße. Ja, bitte. Oh. Ui, 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 ui. Oh, Alter. Kriegst du jetzt meine Seelen? Ja, Kraft zurückkehren, ja, genau. Okay, so läuft das bei den Toten. Ich muss sie zurückholen. Okay, gut zu wissen, ne? Sie liegen nicht am Boden rum. Sondern man muss sie holen.
5 und hier. Realität, Bluten. Das ist doch genau das gleiche, oder? Ist hier was anderes? Diese 5 und diese. Plus 5, genau das gleiche. Dann machen wir das Agilität also auf 10. Schauen, was hier, was hier abgeht. Kann ich einfach runter? Leiter. Hier war doch was. Okay. Truppen Eliard. Oh. Alle Reste. Das ist das Haus der Hände. Sonst gibt es hier nichts mehr. Wow. Jetzt 3 Stück. Oh. Oh, fuck. Du kleine Pisser, Mann. Elsner Kreuz. Da kriegst du zurück, Mann. Ich nehme meine da. Was ist das, Alter? Das hatte ich ja schon vorhin. Nee, so machen. Es gibt wohl noch mal ein bisschen mehr Punkte. Hier. Warte, ich muss ein bisschen weg von dem da. Kann schon ziemlich weit schießen, Mann. Ja.
So, jetzt bist du dran, ne? Ich kann ja gar nichts. Mal schauen. Oha. Das zeigt mir bis hier an, aber hier geht es gar nicht weiter. Ah, hier. Boah. Alter, ich hab gar keine mehr. Hier geht's auch nicht weiter. Oh fuck, Mann, ey. Pisshopfen. Nee. Aber das mit dem Seelenholen finde ich ein bisschen blöd. Nur ein bisschen blöd. Muss ich ja voll wieder schauen, wer mein Gegner ist. Oder war. Oh, das kriegst du zurück, Mann. Ist schon ein bisschen blöd, hä? Oh nein. Scheiße. Vergiss es, Mann. Wie war das, mein Gegner? Nein. Oha, das war mein Gegner. Oder ne, der hier. Ja, das war er. Gib her. Oh, du Arschgesicht, Mann. Ey, gut ausgeschieden. Das ist ein bisschen. Nachher kann ich mich nicht. Ah, guck hier an. Zack. Wo war das hier denn? Ah, sehr schön. Jetzt habe ich die Abkürzung freigeschaltet, Alter. Sehr schön. Oh. Irgendwie geht die Kamera ab und zu ein bisschen flöten, Mann. Mit den Ecken da. Das passiert schon.
2000, eigentlich schon zweimal, ne? Mach mal Vitalität und Stärke. Gut. Vor allem, Alter, ich habe noch keine Waffen, man, gar nichts. Ja, kriegst du zurück. Aber nur dieses lausige Schwert, man. Ich hoffe, gibt es ein bisschen mehr Waffen und Rüstungen. Bis jetzt gar nichts gefunden. Bisschen schade. Ah, daneben, Mann. Oha, das war knapp. Come on. In your face, Mann. Ah, jetzt könnte ich da nach unten gehen, ne? Oder? Nee. Doch nicht. Grobe Mangelangst, zeig mal. Grobe Mangelangst, Gewicht 5,8. C, Inferno 13. Voraussetzung, Inferno 13. Wow. Angriffskraft 88. Gut, meine macht es auf 84. Okay. Schwert des Heiligen Ritters. Nur diesen Lumpen. Ja, das ist schade, bis jetzt noch nicht viel zu viel gefunden. Wurfstein. Hölzernes Kreuz. Alter, 98, aber dafür geht's wohl kaputt. Ah, hier bin ich, ja. Henker. Ich sage, da oben ist wohl im Schloss der erste Boss. Schutz. Fettsack. Was ist da oben? Da ist gar nichts. Ah, da komme ich einfach da rüber. Okay. Ein bisschen leichter. Ne? Egal, probieren wir es mal mit dem. Okay. Ah ne, das ist nur. Ey, das ist mein Freund da. Ja, nice. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat. Over and over. Steht's if you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Überrestsamen. Was ist das? Wenn ihr auch am Bett mein Blüten steht. Aha. Cool. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way and stay up. I've given you more from now on. Okay, danke. Alright. Yeah.
Medaille in der Dunkelheit. Da machen wir Ruhe, ne? Jetzt habe ich 0, also die muss ich auch finden, ne? Die kriege ich nicht einfach so überall her. So gesehen, ich habe es gemacht. Ja, dankeschön. Hier öffnen. Was benötige ich? Einen Schlüssel. Jupp, jupp. Was haben wir denn hier? Lava. Was ist da oben los? Sind das Freunde oder Feinde? Oh shit. Ich denke, das sind Feinde. Da ist noch ein großer dazu. Scheiße. Oh. Da kommt jetzt der andere noch, scheiße. Oh, zum Glück. Jetzt nur ein Schlag, Mann. Oh, unten. Uppercut. Noch ein Uppercut. Scheiße. Oh shit. Ah, fuck. Du Piefe. Wow. Puh, das war knapp. Auf dieser Seite nicht geöffnet werden. Ich hier drauf. Ich hier drauf gehe. Lustige Schneide. Oh oh. Großes Gebiet, das sieht nach Boss aus, eindeutig. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Wow. Hast du noch was zu sagen? I've given you from now. Gar nichts hat er zu sagen.
Ja, tschüss. Okay, jetzt kommt er. Oh, holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. Alter, Mann. Uran, Lasershit. For my wayward brothers and sisters. So we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. Alter. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Oha, die will Stress, ja. Okay, mal schauen wir jetzt die Menge, ja? Ah, das verfolgt mich, Alter. Jetzt haben wir mal was mit dem anfangen. Ah, ich kann sie einfach hierher ziehen. Okay. Ah. Ah. Ah, da schon keine mehr. Pieta, Freude gesehen, rein. Jetzt kriegt's noch Flügelein. Kommt jetzt. Ui. Schon weg. Hat nichts gebracht, ne? Oh. Oha. Laserschwert vom feinsten Mann. Und auch nichts, ne? Ah, shit. Falsche Richtung. Alter. Trifft mich voll mit dem Laserschwert. Schau mal. Stay out of my way, lamp bearer. For your own good. Nee. Ah!
das, Mann? Ele é meu pai, né? Mich, Mann. Ich hab mich voll gezielt. Ey. Epa, Hyperstrahl, ui. Komm schon, komm schon. Epa. So, jetzt habe ich dich, Alter. Bah! Wow. Pietra, Frau der gesegneten Erneuerung, geschlagen. Pritz. Oh, wie ein King läuft der jetzt da raus. Ne? Was ist das, Alter? Sieht doch voll scheiße aus. Das gibt's ja nicht. Oh, komm schon. Ey. Unreal Engine 5 und sieht aus wie PlayStation 2, Mann. Was soll das sein? Jetzt geheilt oder was? Aufstieg und Fall. Heresie geläutert.
Vitalität, was ist denn Feuer, Blockschutz? Schild eines heiligen Ritters. Schlange, Bluten, Ausdauer. Ah, da Inferno. Ja. Strahlen, Mana. Vitalität, kriege ich noch einen? Nee. Okay, mal an diese zwei. Ruhen! Nice, Leute, nice. Okay, das war die erste Runde. Den ersten Boss haben wir gelegt. Geht eigentlich, also mit dem Parieren finde ich cool. Man muss einfach immer genau richtig treffen, dann passt das schon. Ansonsten, ja, die Performance kippt schon ein, Mann. Es sollte eigentlich nicht sein, aber leider ist es ein bisschen so. Aber sonst macht es Spaß. Cool, ich freue mich wieder auf ein geiles Souls-like. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also schaltet das nächste Mal wieder ein bei Lords of the Fallen.